Hallo, ich bin's Nora und wir befinden uns gerade in meinem Atelier in Leipzig. Du dachtest, etwas frischer Wind an den Wänden kann nicht schaden? Dann schön, dass du hier bist. In diesem Video zeige ich dir in 5 Schritten, wie du eine dekorative Bilderwand gestalten kannst, die zum Hingucker in deiner Wohnung wird. Über ein Like würde ich mich ultra freuen. Dankeschön. Schritt 1. Ein schönes Thema überlegen. Am schönsten ist so eine Bilderwand, wenn ein klares Thema erkennbar ist. Bring zum Ausdruck, wie sehr du Reisen liebst oder begeistere deine Besucher mit einer kunstvollen Bilderwand. Ich hänge natürlich meine Kunst auf. Dafür habe ich aus meinem Repertoire an Kunstdrucken die schönsten Motive ausgewählt und mir überlegt, wie gut sie miteinander harmonieren. Dir gefällt meine Kunst? Dann schau doch mal in meinem Online-Shop vorbei. Auf meiner Seite findest du viele verschiedene Motive und das auch in verschiedenen Formaten. Den Link zu meinem Online-Shop findest du unten in der Videobeschreibung. Schritt 2, die Rahmenwahl. Wenn die Auswahl an Bildern steht, folgt die Wahl der Rahmen. Natürlich kannst du auch zuerst die passenden Rahmen kaufen und danach überlegen, welche Fotos oder Kunstdrucke du für die jeweiligen Rahmen auswählst. Ich persönlich liebe es, wenn die Inneneinrichtung Charakter hat. Deshalb finde ich einen Rahmenmix viel stimmungsvoller als langweilige Standardrahmen. Meine Bilderrahmen kommen von überall her, vom Flohmarkt, von Freunden oder von Bössner, einem Künstlerladen hier in Leipzig. So, und nun lasst uns über Passepartouts sprechen. Ein Passepartout ist ein weißer, stabiler Papierrahmen, der dein Bild noch mehr zur Geltung bringt. Die Außenmaße von einem Passepartout stimmen mit der Größe des Rahmens überein. Die Innenmaße sind so groß wie das Bild, welches du rahmen möchtest. Viele Rahmen haben bereits ein Passepartout integriert. Ansonsten kannst du Passepartouts auch in verschiedenen Farbtönen online auf den Millimeter genau zuschneiden lassen. Schritt 3, die Rahmen arrangieren. Am besten legst du so wie ich alle deine Rahmen auf den Boden. Hier kannst du die Anordnung deiner Bilder testen. Eine harmonische Bilderwand sollte im Gleichgewicht sein. Ein großer Rahmen kann der Mittelpunkt in deiner Bilderwand sein und sollte in etwa auf Augenhöhe aufgehangen werden. Die weiteren Rahmen ordnest du nach Gefühl an und achtest darauf, dass die Abstände gleich sind. Wenn du unsicher bist, dann google einfach mal Bilderwand gestalten und du findest etliche Vorlagen für Anordnung. Wenn du Rahmen in unterschiedlichen Farbtönen hast, achte auch auf die gleichmäßige Verteilung der Farben. Schritt 4. Papierschablonen als Orientierung nutzen. Wenn du deine Bilder auf dem Boden geordnet hast, kannst du sie als nächstes an der Wand befestigen. Doch wie kannst du dir über die genaue Position sicher sein? Ganz einfach. Du schneidest Papierschablonen in der Größe der Rahmen aus und klebst sie an die Wand. Ich habe dafür ganz einfach Backpapier verwendet. Die Schablonen kannst du jederzeit neu anordnen, wenn das Gesamtbild noch nicht stimmig ist. Mit der Schablonentechnik kannst du ganz entspannt die Nägel in die Wand hämmern und die Bilder aufhängen. Meinen größten Rahmen habe ich mit Dübel und Schraube befestigt. Bei den leichteren Rahmen hat ein einfacher Nagel gereicht. Mach dich im Vorfeld schlau, wie deine Wände beschaffen sind. Gegebenenfalls reichen Nägel zum Aufhängen deiner Bilder oder vielleicht solltest du auch besser Dübel und Schrauben benutzen. Schritt 5. Die Bilderwand mit Pflanzen und Deko kombinieren. Die Optik einer Bilderwand lässt sich mit Deko-Elementen abrunden. Regale mit Keramikfiguren, Hängepflanzen oder eine Lichterkette. Bei deiner Bilderwand kannst du selbst kreativ werden. Ich wusste schon im Vorfeld, dass ein kleines Regal nicht fehlen darf. Dort steht nun mein Keramikstier aus Peru sowie eine Pflanze. Der schönste Eyecatcher ist vermutlich meine Folklore-Maske, die ich ebenfalls aus Peru mitgebracht habe. Wie gestaltest du deine Bilderwand? Verrate mir deine Ideen in den Kommentaren und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Video, deine Nora.